Ist alles Gold, das glänzt, ist neu immer besser. Ich bin hier der EMX 2014 und habe die Industrievertreter gefragt nach den neuesten Trends, am greatest and latest aus der Welt vom Marketing. Kommen Sie mit mir mit und checken Sie auch. Also Trends im Marketing sind heute sicher Big Data, Mobile und Social. IBM macht zum Beispiel auch immer eine C-Suite-Studie, unter anderem eine CMO-Studie, die klar zeigt, was bewegt Marketing. Bei Big Data heisst das konkret, Daten erfassen, auswerten und vor allem auch im Sinne von Predictive Analytics, wo bewegt sich der Kunde. Mobility, Daten verfügbar machen überall, sodass man von jedem Device Zugriff hat. Und bei Social auch wirklich Leute mit einbeziehen, den Kunden mit einbeziehen und einen Dialog aufbauen. Wie werden Kunden in Zukunft zahlen? Also Kunden werden in Zukunft zahlen, sicherlich immer noch mit Bargeld, aber stärker wird sie im Prepaid, also Kredit- und Prepaid-Anwesen und mit der Near-Field-Communication-Technologie auf dem Handy. Wird es Bargeld in Zukunft noch geben oder zahlen wir nur noch mit Kreditkarten? Bargeld wird es immer geben, Kreditkarten wird es immer geben und eben die Zukunft ist sicherlich im mobilen Wesen, Zahlwesen, aber Kreditkarte auf jeden Fall mit der Prepaid stärker. Also wir stellen einfach fest, dass heutzutage, wo alles von online redet und alles richtig online und virtuell geht, dass die Leute wieder zurückkommen zum physischen Mailing, zur physischen Post. Auch die jungen Leute haben lieber etwas in der Hand als nur ein Mail in der Inbox. Wo kann man einen Mehrwert schaffen für Kunden mit Papier? Einen Mehrwert kann man schaffen, indem man das Papier mit den Online-Medien, das heisst cross-medialen, miteinander zusammenarbeitet. Das heisst, er macht etwas Physisches und wir schicken nachher entsprechend auf eine Online-Plattform. Also grundsätzlich sehe ich die Schwerpunkte dort, dass man mehr auf Emotionalität einsteigt. Emotionalität auch im Bereich Markenkommunikation. Ein zweiter Aspekt ist B2B. Auch dort wiederum eine ähnliche Situation. Der Mensch im Fokus, Menschen, die mit Menschen arbeiten.